Landratte. Willst du an Bord kommen? Ahoi zurück. Was ist denn los? Bist du auf einer Hafenrundfahrt? Bisschen relaxen mit Captain Carey? Okay, klingt vielversprechend. Bin dabei. Musik in meinen verdammten Ohren. Lein los! Wenn ich jetzt noch den Knopf für den an... Samurai, volle Fahrt! Nette Gitarre. Lancaster, Sonderanfertigung. Davon gibt's nur ganze fünf. Ich hab eine, Militex Boss hat eine, die anderen drei ein Stück. Maßgeschneidert mit ungepoltem Pickup, Ebenholzbund und aalglattem Kaimavi-Braten. Siehst du die Rostfarbe hier an den Seiten? Ist angeblich Blut von der Blues-Legende Dennis Ford persönlich. Ist das dein Song? Kenn ich gar nicht. Der neue ist. Der Riff schwirrt mir schon eine ganze Weile im Hirn rum. Ich glaube, ich habe da was echt Geniales. Okay, dann erzähl mal, worum geht's hier? Sagte ich doch. Im Kreis des Lebens. Das mit den Löwen? Nee. Kreise, Zyklen. Ein Kapitel endet, ein neues beginnt. Das Leben ist voll davon. Sagt jedenfalls mein Buch. Dein Guru? Klar, hab spirituelle Bedürfnisse. Ich besuche Kian alle paar Jahre. Er hat eine Jurte in Tangalan, Arsch der Welt. Komplett offline, inklusive Netbook. Bei unserem letzten Treffen meinte er zu mir, ich muss endlich abschließen. Der Kreis würde sich bald schließen. Deshalb sind wir hier, wir beide. Dieses Abschließen, hat das was mit Johnny zu tun? Dein Kampf gegen Schatten? Naja, vielleicht ein bisschen. Ich bin ja ohne ihn ausgekommen. Hab eine Karriere, Vermögen, mich aufgebaut. Aber ich kann ihn trotzdem einfach nicht vergessen. Scheiße. Ich würde mir aus dem Kopf reißen, wenn ich könnte. Versteh dich nur zu gut. Na gut, erzähl mir von diesen Kreisen. Okay, also. Meinen ersten wirklich guten Song habe ich auf See geschrieben. Und, hast du es bemerkt? Heute habe ich wieder was Gutes im Kopf. Da schließt sich der Kreis. Welcher Song war das denn? Kenn ich den? Lead the Beat. Hab ich auf dem Kreuzfahrtschiff-Gig geschrieben. Wieder Decks, Pools und Buffets. Die ganze Schose. Alle denken, in dem Song ging es um diese dreckigen Konzernfaschos. Aber in Wirklichkeit... auf dem Schiff nicht nur gespielt, hab hauptsächlich gekämpft. In meinen Pausen habe ich komponiert, bis die Finger bluteten. Ich musste aufpassen, das teure Geschirr nicht mit Blut zu beschmieren. Und da war er. Ein Song übers Bluten im Dienste der Reichen. Aber die Leute hören eh nur, was sie wollen. Mann, war das ein Hit. Einer der größten von Samurai. Dieser hier wird auch so neu, roh, echt. Und dafür brauchst du Gesellschaft? Sag das doch nicht so.
über das Fiasko mit Askwex nachgedacht. Verdammt viel, wie du mir geholfen hast. Du mischst alles auf wie. Bis du kamst, war ich wie gelähmt. Und jetzt? Jetzt denke ich an einen neuen Song. Vielleicht sogar ein neues Album. Echter Kracher mit einer neuen Seele. Alles. Ich hatte quasi sowas wie eine Erleuchtung. Vielleicht bist du einfach erwachsen geworden. Wirst schon sehen. Kein Chaos mehr, keine zwielichtigen Dinge. Hab genug davon. Also, ab morgen. Gut. Zeit, mal richtig durchzuatmen. Willst du mir helfen, verdammt? Oder nur blöd gaffen? Chaos und Zerstörung? Warum zum Teufel nicht? Schnapp dir was Schweres. Willst du deine Yacht echt zertrümmern? Meine? Glaubst du, ich würde mein Boot Samurai nennen? Fuck. Wem gehört es dann? Diesem scheiß Hurensohn L.B. Kovacek. Kovacek? Der Kovacek? Ich muss ihm noch danken für die Scheiße mit Askwex und ein paar andere Sachen. Schnapp dir was und haus kaputt. L.B. gibt einen aus. Okay, zertrümmern wir das verfickte Boot. Na also! Jetzt wird gefeiert! Entweder ist er jetzt senil geworden oder endlich bei Verstand. Schwer zu sagen. In dir? Er fühlt sich gerade wie du damals auf dem Schrottplatz. Neugeboren, unaufhaltsam und zu allem bereit. Zeit für das große Finale. Ehre gebührt dir. Feuer- und Wassertaufe. Amen, Motherfucker. Auf zuckersüße Rache. Du sagst es. Fick dich, Kovacek. Der zuerst am Strand ist. Anfangen, meinen Pool zu benutzen. Komm her, Kleiner. Atme nur nicht so tief ein. Der Gestank ist echt bestialisch. Richtig schön, oder nicht?
Scheißteil ist noch in einem Stück. Sicher hat jetzt jemand den Rauch gemacht. Wenn die Sinuai nicht hochgeht, dreh ich durch. Hätte mehr Fässer drauf tun sollen. Oder eine C6 auf dem Schwarzmarkt kaufen. Was meine ich? Oh. Oder auch nicht. Ich hatte Spaß. Und du? Das war ziemlich irre. Richtiger Adrenalin. Genau, was ich brauchte. Um dich zu rächen? Na, um neu anzufangen. Danke. Was für eine Nacht, huh? Wie die ersten Samurai-Gigs. Ein bisschen geschludert, verdammt ehrlich und emotional. Netter Plot-Twist, muss ich zugeben. Hauen wir ab, wie der Wind sich dreht und wir ersticken. Soll ich dich mitnehmen? Lieben gern. Na, dann komm.